Hallo, liebe Deutschlernende. Es ist immer noch total warm in Berlin und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder mit euch einen Spaziergang. Und ich möchte heute mit euch über einen Gedanken reden, den man oft vergisst, wenn man im Internet ist, ja, wenn man im Internet unterwegs ist. Und dieser Gedanke ist folgender. Wenn man mit jemandem chattet, ja, wenn man Kommentare schreibt oder auch wenn man sich Videos anschaut von jemandem oder wenn man Kommentare empfängt, dann ist dort ein Mensch am anderen Ende. Für mich ist dieser Gedanke total schön, weil ihr mir oft Nachrichten schreibt, in denen ihr sagt, wie sehr ihr etwas mögt, was ich gemacht habe, oder gebt mir ein Kompliment oder gebt mir Feedback. Das hilft mir total viel. Besonders, wenn ich mir sage, hey, da ist ein Mensch am anderen Ende. Und das können wir so leicht vergessen. Ja, wir vergessen das sehr, sehr leicht. Weil wir sind an unserem Computer und wir sehen erstmal nur Text. Ja? Unser Gehirn sagt, oh, hier ist Text. Aber diesen Text hat ja auch jemand geschrieben. Ja? Ein anderer Mensch hat diesen Text geschrieben. Und wenn wir uns vorstellen, wie es wäre, wenn genau dieselbe Botschaft, ja, wenn uns jemand genau dieselbe Botschaft mündlich geben würde. Ja? Wenn jetzt jemand zu mir sagt, hey Marco, danke für dieses Video. Ja, dann kann ich entweder denken, okay, Text, ja, danke fürs Video, okay, super. Oder ich kann mir vorstellen, wie das wäre, wenn dieser Mensch direkt vor mir steht und mir sagt, danke für dieses Video. Und dann ist das ein ganz anderes Gefühl. Ja? Und dann freue ich mich auch viel mehr, wenn ich mir diesen Gedanken in den Kopf rufe. Ja? Ein Grund, warum ich dieses Video mache, ist, ich hatte auch ein paar Trolle in letzter Zeit. Nein, nicht Trolle, aber Leute, die ich ein bisschen komisch fand, weil sie mir Kommentare hinterlassen haben oder Nachrichten und ich ihnen geantwortet habe und sie dann eine ähnliche Nachricht noch 2-3 Mal geschrieben haben, ohne irgendwie auf meine Antworten einzugehen. Ja? Sie haben mir einen Kommentar geschrieben, ich habe ihnen geantwortet und sie haben weiter Kommentare geschrieben, als hätte ich nie was zu ihnen gesagt. Und das fand ich sehr unhöflich, so ignoriert zu werden. Und ich denke, ein Problem bei solchen Menschen ist eben, dass sie sich nicht vorstellen, dass da ein Mensch am anderen Ende ist. Ja? Dass diese Menschen sich nicht vorstellen, dass ich auch ein Mensch bin, der ein Leben zu leben hat, Sachen zu tun habe und all sowas. Ja? Und manche Leute haben auch solche Sachen geschrieben wie du musst das und das machen. Ja? Ich nehme gerne Feedback entgegen, aber wenn jemand sagt, du musst, dann denke ich mir, okay, also ich habe mir auch gedacht, vielleicht liegt das daran, dass sie noch nicht so gut Deutsch sprechen und deswegen haben sie gesagt, du musst. Und dann habe ich das einfach so aufgefasst, als würden sie das Wort nicht wissen oder als würden sie nicht sagen können, ich hätte gerne, dass du das und das machst. Insofern habe ich da nicht böse darauf reagiert. Aber wenn jemand sagt zu mir, du musst, und ich hätte nicht den Gedanken, dass es eventuell nur ein Missverständnis ist, dann würde ich aber auch denken, warum muss ich, ja? Und viele Leute schreiben mir, ich finde das gut, wenn du das und das hast, und das mag ich.
Aber wenn jemand zu mir sagt, du musst, denke ich mir so, ich muss? Muss ich wirklich? Genau. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, großer Sinn. Ja, also, das denke ich, ist sehr hilfreich, wenn man sich das oft ins Gedächtnis ruft. Ja? Man sollte sich es oft ins Gedächtnis rufen, dass wenn man im Internet unterwegs ist, dass am anderen Ende Menschen sind. Und dann ist es viel schöner, die ganzen Interaktionen, die man hat, ja? Die ganzen, die Kommunikation läuft viel besser. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war inspirierend und wie immer, bis morgen. Tschüss.